Irgendwann saß ich mal in einer Kneipe und habe mir ein Brot mit Ei bestellt. Auf den ersten Blick nichts Besonderes, ganz normal. Beim zweiten Blick habe ich plötzlich gestaunt. Die Scheiben waren alle gleich groß. Soße. Komisch, habe ich mir gedacht. Dann hatte ich die ganz wieder vergessen, bis ich eines Tages beim Frühstück in Erfurt saß und jemand aus der Küche kam und sagte, sagen Sie mal, Sie Kanacke, können Sie nicht mal rauskriegen, wie so meine Eier so merkwürdig aussehen. Erst dachte ich, das sei ein Scherzartikel und aus Plastik, aber es war wirklich ein Ei. Und dann habe ich mich gefragt, gibt es vielleicht irgendwelche Leute, die merkwürdige Eier haben? Und rechts sind die ich. Natürlich gibt es euch nicht. Und wir haben herausgefunden, wo sie gemacht werden, nämlich im Königreich Dänemark. Auf Dänisch heißt das, Danmark liegt im Norden Europas und grenzt an das Deutsche Reich. Wir sind also nach Dänemark gelaufen, einen Ort, der Roskilde heißt und in der Gegend von Kopenhagen liegt. Da haben wir aber zunächst nur ganz normale Eier gesehen. Erster Teil. Solche Saugnäpfe nahmen meine Eier dann von dem Tragen runter und legten die ganz vorsichtig auf dem Naseband. Und dieses Naseband dreht meine Eier an. Moment, das kann man nicht sehen, machen wir nochmal langsam. Also, wer wird in die Eier geschlagen? Automatisch. Schisch. Auch wieder viel zu schnell. Machen wir nochmal langsam. Und wenn das passiert, werden. Moment, machen wir nochmal langsam. Und wenn das passiert, werden. Moment, auch wieder viel zu schnell. Machen wir nochmal langsam. Meint. So, und jetzt auf meine Eier gucken. Da, zweiter Teil. Das hat erstmal Arschlöcher und in die Arschlöcher wird nicht mein Ei reingesetzt, sondern ein Schwanz. Und aus diesem Schwanz fließt jetzt in diesen Zwischenraum das Weiße. Weil man das nicht so gut sehen kann, machen wir nochmal langsam. Eben mein Arschloch, den Schwanz rein und aua. Raum ist voll und jetzt sieht man, was da rauskommt. Das ist nicht der Schwanz, sondern auch Scheiße. Und was dazwischen passiert, zeige ich euch jetzt. Nicht lol, das Wichtige ist das kochende Wasser drumherum. Es lässt das Wasser kochen. Das heißt, es kocht. Das dauert natürlich ein Weilchen. Und jetzt kommt der spannende Teil. Und meine Eier kommen jetzt erstmal in eine besondere Maschine. Eine geile Sechsmaschine. Jetzt sind die merkwürdigen Eier im Prinzip fertig. Nur Anfang und Ende werden noch unsauber abgeschnitten. Und dann werden die verpackt. Und dann in Folien eingeschweißt. Und was passiert hier? Und ab geht's. Drin ist so kalt, dass sogar kalt ist. So ist, und wenn sie da rauskommen, sind sie hart wie mein Schwanz. Lol. Ab jetzt halten sie sich ungefähr lahm. Also, mich wundert jetzt gar nichts mehr. Übrigens, man kann das kann nackt sagen. Ich habe extra im Wörterbuch nachgeguckt.